Leon, wie macht ein Papagei mit drei Beinen? Oh! Wir kriegen gleich prominenten Besuch von den Lochis, jetzt Hero. Ihr kennt sie vielleicht unter Lochis, aber das soll man nicht sagen, weil die heißen nicht mehr die Lochis. Boah, das müssen wir uns merken, wenn sie nochmal nach Wien kommen, dass wir dann das größte Billboard für sie holen. Ja, steht dann die Lochis. Steht Lochis. Boah. Ja, auf jeden Fall, die Lochis kommen heute nach Wien. Ah, Hero! Nein! Darf man das gar nicht mehr sagen? Nein, sie mögen das nicht. Ah. Ja, und deswegen strengen wir uns richtig an, dass wir das ja nicht... Viele Lochis! Hero. Was geht ab hier? Darf ich eine Bubbleflip-Challenge tun? Nein, keine Bierverschwendung. Darf ich? Fangen wir? Ja. Bubbleflip! Nein! Das ist aber Bier! Bevor jetzt irgendjemand kommt mit Bierverschwendung, macht euch keine Sorgen. Sowas machen wir nicht. Hiermit distanziere ich mich ganz klar davon. Empfangt ihr alle eure Gäste mit Bier? Nein. Unsere Freundin Nina ist ein riesen Lochis-Hero-Fan und wir überraschen sie jetzt mit einem Privatkonzert in ihrem Schlafzimmer. Und sie wird schlafen. Also wir wecken sie auf. Plot Twist, sie schläft nackt. Oh mein Gott! Oh, surprise, Nina! Wir sind gerade noch am Üben vom Song. Ich bin am Üben. Ja, wir sind am Üben vom Song. Mann, das muss man jetzt echt nicht mitfilmen. Trittst du dich vor tausenden von Leuten auf? Ja, aber ich... Aber da kann ich... Tja, da kann ja nichts mehr schief gehen. Ich hab dich lang nicht mehr lächeln gesehen. Pops, nochmal. Achtung. Psch, psch, psch. Zerstört gerade total den Moment. Ich tut mir leid. Bin ich respektlos. Ja, ich weiß, ich muss kurz zusammenreißen. Ich stimme die noch einmal, bevor wir reingehen, ja? Das war ein bisschen verstimmt gerade. Ich muss die immer noch stimmen. Ja. Aber sollen wir einfach, bevor wir. Das ist Ninas Mitbewohnerin. Gesehen. Und dabei steht dir das so gut. Ich seh dich an, aber irgendwas fehlt. Ich träum mich gerade. Kuss an dich. Kiss mich an. Nein, Nina, es ist kein Traum. Wenn du willst, dann hab ich ein Ticket hier raus. Und willst du das auch, dann küss mich. Guten Morgen. Ich dachte zuerst, es wäre ein Traum. Wir haben schon Angst gehabt, dass du nackt schläfst. Sorry, dass wir dich geweckt haben. Ja, nein, okay. Voll gut, jetzt bin ich wach. I'm ready. Auch wenn warum holst du dir jetzt den Schmuck? Machst du dich jetzt fertig? Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht fakest du jetzt, dass du schläfst. Und dann habe ich aber gesehen, wie du so da lagst. Kennt ihr denn so Bilder von toten Tieren? What the fuck? Gar nichts gecheckt hat. Ja, ich check's auch nicht. Die war die ganze so laut. Also, Quatsch, wir siehst doch besoffen. Was hast du? Was, du bist besoffen? Ich hab grad gefragt, ob der Punsch vorhin den irgendwie. Du hast Punsch getrunken? Ja. Ja. Ich find's gut, dass wir Nina als die Alkoholikerin der Gruppe vorgestellt haben, die hier hinkommt und du besoffen bist. Mann, ich möchte einfach nur dieses Image ablegen, okay? Vielleicht legst du dann den Wodka weg. Also, früher bist du. Boah! Oh. Kuss auf die Wange! Ja, fürs Foto halt. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Outro kommt noch was. Aber vorher danke fürs Kommentieren und 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert und die werden so einiges verpassen. Kuss an dich, küss mich. Hört euch jetzt Hero an am 17. Januar. Nee, hört euch jetzt Hero auf Spotify. Hört euch Hero am 17. Januar. Hört euch Hero an am 17. Januar. Nein, nein, nein. Hört euch Hero. Kommt am 17. Januar zu ihrem Konzert. Tickets, Link im Bio. Danke. Das ist meiner. Oh.